Ein herzliches Hallo, meine lieben Zuschauer. Das neue Wochenhoroskop für die erste Woche des Jahres vom 2.1. bis zum 8.1. ist für euch bereitet. Und natürlich als erstes auch der Spruch dieser neuen beginnenden ersten Woche. Und zwar, diese Woche lädt ein dazu, seinen Inspirationen freien Lauf zu lassen. Und wer Nägel mit Köpfen machen möchte, muss allerdings noch etwas warten. Nun, meine lieben Zuschauer und Leser, kann das neue Jahr richtig beginnen. So wie ich es in der vergangenen Woche auch schon erläutert habe, kann man nun in den nächsten 14 Tagen viele neue Dinge auf den Weg bringen. Unsere Sonne bildet weiterhin in dieser Woche ihren förderlichen Winkel zum Mars, unserem Energieplaneten. Und dieser förderliche Mars in den sensiblen Fischen steht nun auch in dieser Woche weiter in einer engen Umarmung mit dem Neptun, unseren Verschleierer, in den Fischen. Alles zusammen verursacht eine hochspirituelle Stimmung. Damit sind in der vergangenen Woche schon Erwähnungen von meiner Seite getroffen worden. Es sind starke, mystische, künstlerische und heilende Energien am Wirken. Alle humanitären Projekte haben jetzt wunderbare Erfolgschancen. Alles, was im Zusammenhang mit christlich-göttlicher Nächstenliebe zu tun hat, kann sich jetzt sehr schön entfalten. Und alles, was jetzt begonnen wird, hat auch einen solchen Unterton und ist getragen von innerer Ruhe und Bewusstheit. Am 7.1. dann um 6.32 Uhr bildet dann unsere Sonne eine gradgenaue Umarmung zu Pluto im Steinbock. Wenn Pluto in dieser ganzen spirituellen Energieentwicklung mit eingreift, geschieht immer ein tiefgreifender Wandlungsprozess. Und auch Uranus mischt sich hier wie in den letzten Monaten in Spannung mit ein. Damit hängen auch wieder revolutionäre Tendenzen zusammen. Unser Gefühlsanzeiger Mond begibt sich in dieser Woche in einige enge Umarmungen mit den Energiefeldern in den Fischen. Dazu gehören der Mars, wie schon beschrieben, der Neptun, die Venus ebenfalls und der Chiron, unser Heiler. Es wird also in der kommenden Woche sehr emotional, liebevoll und verständnisvoll. Am 6.1. bildet der Mond dann eine Umarmung zum Revolutionär Uranus im Widder. Das spricht wieder für die Möglichkeit, überraschende Ereignisse oder Entscheidungen zu erleben oder selbst auch zu initiieren. Unser Merkur, der Denker und Planer, ist ja, wie ich es schon in der letzten Woche erklärt habe, weiterhin rückläufig. Nun wandert er am 4.1.2017 um 15.16 Uhr wieder zurück in das Sternzeichen Schütze. Die Gedankenenergie ändert sich damit erstmal wieder. Idealistische Vorstellungen kommen stark mit starken Impulsen daher. Leider sind sie mit so einem Merkur oft nicht so umsetzbar oder werden verhindert bzw. gar nicht ins Geschehen eingebracht. Am besten wieder alles niederschreiben, Visionen festhalten und für diese Zeit dann vorbereiten, wenn Merkur dann wieder direktläufig ist. Mit dieser ganzen vergeistigten Grundstimmung sind auch oft diffuse Gedanken, Konstrukte verbunden. Also Nägel mit Köpfen kann man dann mit direktem laufenden Merkur wieder viel, viel besser machen. Unsere Venus, der Liebesanzeiger, wandelt sich am Dienstag, dem 3.1.2017 um 8.47 Uhr ebenfalls in das hochsensible, künstlerische und spirituelle Sternzeichen Fische. Die Venus unterstreicht die ganze Stimmung nun auch nochmal. Sie steht in positivem Aspekt zu unserem rückläufigen Merkur. Damit sind viele schöne künstlerische, schriftstellerische und schauspielerische Werke möglich.
Die Woche lädt einfach dazu ein, seinen Inspirationen richtig freien Lauf zu lassen. Dazu kann ich natürlich auch jedem in dieser Zeit nur raten. Zusätzlich bildet Venus in dieser Woche auch eine aktive Aufforderung zum Handeln mit einer Opposition zu unserem Schicksalsanzeiger Mondknoten in der Jungfrau. Und hier geht es ganz besonders wieder um das Dienen, Helfen und Heilen. Ihr merkt schon, dass auch das neue Jahr 2017 wieder mit diesen Themen beginnt und uns auch noch bis Anfang Mai begleiten wird. Wer dazu nun natürlich wieder mehr Informationen erhalten möchte, kann das wieder ganz einfach hier bei mir unter www.bärbel-reut.com/kostenlose-beratung/. So, und nun komme ich mal zu unserem Glücksplaneten Jupiter. Er bildet weiterhin ein Spannungsfeld aus der Waage heraus auf unsere Sonne und die damit verbundene Umarmung zu Pluto. Jupiter-Pluto-Spannungen haben oft mit weltanschaulichen Diskrepanzen zu tun. Es ist hier nun auch wichtig, die Meinung des anderen zu akzeptieren und anderen nicht zu missionieren. Hier stehen auch wieder religiöse Auseinandersetzungen auf dem Plan. Man möge hier auch beachten, was im vergangenen Jahr in der Silvesternacht geschehen ist. Alles, was ich in der letzten Woche zu Saturn gesagt habe, behält weiterhin seine Gültigkeit. Er bleibt unser Stabilisator und Hüter. Das Gleiche trifft wiederhin auch auf die gesamten Umbruchtendenzen in Verbindung mit Uranus und Pluto zu. Alles in der vergangenen Woche dazu Erwähnte bleibt weiterhin aktuell. Nun wünsche ich euch allen einen super Start in die erste Woche des neuen Jahres 2017. Und ein Highlight habe ich noch für euch. Wie im vergangenen Jahr 2016 habe ich auch in diesem Jahr das Jahrbuch aller Wochenhoroskope 2017 geschrieben. Wer mit den Sternen planen möchte, hat hier sehr gute Möglichkeiten und eine schöne Orientierungshilfe. Es ist ganz einfach hier unter meiner Webseite zu bekommen. Geht einfach auf www.bärbel-reut.com. Wie immer könnt ihr bei mir natürlich wieder eure persönlichen Horoskope und eure Jahreshoroskope per E-Mail oder auch per Telefon auf meiner Webseite direkt anfordern. Ihr wisst ja, meine Kontaktdaten sind hier unten wieder auf der linken Seite zu finden. Ich freue mich wieder über eure Anfragen, über euer Feedback und natürlich auch über eure Kommentare auf meinen Seiten in den sozialen Netzwerken. Ich wünsche euch nun alles, alles Liebe in diesem Sinne. Beste Grüße von mir, Bärbel Reut, eurer Astrologin. Tschüss, macht's gut, bis zur kommenden Woche.